Waren die heutigen US-Arbeitsmarktdaten so eine Art Goldilocks-Szenario für die Aktienmärkte, also ein bestmögliches Szenario? Heute Morgen im Videoausblick hatte ich gesagt, wenn die Daten zu schlecht sind, dann würde das Konjunktursorgen schüren, denn wir hatten ja im letzten Monat schon einen schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Wenn sie zu gut sind, dann könnte die Sorge vor einer Bremsung der Fed die Märkte verunsichern. Aber sie kamen um und bei in der Erwartung einen Tick schwächer, 559.000 Stellen statt 660.000. Aber eigentlich war das komplett im Rahmen der Konsensschätzung. Da hatte etwa JP Morgan, Goldman Sachs hatten eine solche Zahl genannt. Dürfte also niemand so wirklich überrascht haben, die Zahl. Aber die Märkte haben sich gesagt, gut, nicht zu schlecht, nicht zu gut. Also ist das ein sehr schönes Szenario, nicht der Gesamtmarkt. Wir sehen, dass eher die Bereiche, die hier vom Reopening profitieren, also Value nicht so gut läuft, aber Tech läuft eben gut. Und das hat damit zu tun, dass eben die Renditen für die US-Staatsanleihe deutlich nach unten gegangen sind. Und das, obwohl, wie Sie hier in der unteren Grafik sehen, die Stundenlöhne deutlich stärker gestiegen sind als erwartet, mit 0,5% zum Vormonat und 2,0% zum Vorjahresmonat. Also wir haben einen ziemlich verstärkten Lohnauftrieb. Die Erwartungen, wie gesagt, plus 0,2, reingekommen sind wir bei plus 0,5. Das klingt jetzt nicht viel, ist aber in diesen Bereichen schon eine echte Hausnummer. Sieht man selten, dass eine Zahl in diesem Bereich so stark übertroffen wird. Wie Mohamed El Erian hier auf den Punkt bringt, der ehemalige PIMCO-Chef, jetzt Allianzberater. Er sagt, das zeigt auch ein Stück weit die Supply Difficulties, also die Lieferketten-Schwierigkeiten, die überall ja derzeit thematisiert werden. Und das schlägt sich auch offenkundig schon am Arbeitsmarkt nieder. Labor Force Participation slipped. Also wir sehen, dass die sogenannte Labor Force Participation, also der Anteil derjenigen, die überhaupt nach Arbeit suchen, ist wieder ein bisschen runtergegangen. Hier in der unteren Grafik sehen Sie das. Da sind wir weit entfernt von der Beteiligungsquote, so die deutsche Übersetzung, wie von vor der Corona-Krise. Da waren wir konstant über 63 oder an und bei 63%. Jetzt haben wir uns zwar erholt von den Tiefs in der Corona-Krise, aber so richtig laufen tut es nicht, dass also wirklich die breite Bevölkerung oder immer mehr Menschen jetzt versuchen, wieder in den Arbeitsprozess zu kommen in den USA. Und das ist natürlich eine Steilvorlage für die Federal Reserve, die genutzt wurde heute durch Loretta Mester. Ein FED-Mitglied aus Cleveland oder Chefin der Cleveland FED, die so ziemlich so in der Mitte ist, was das Spektrum innerhalb der FED zwischen dovish und hawkish betrifft. Und die hat gesagt, ja, der Employment Report war solide, also die Arbeitsmarktdaten waren solide, aber wir wollen da schon noch mehr sehen. Also hier das Mantra, da wollen wir erstmal abwarten. Und sie bezog sich dann speziell auch auf die Participation Rate. Die müsse auch steigen. Das war sozusagen ein gefundenes Fressen letztendlich für die Fed. Jetzt ist es ja so, dass wir am 16. Juni dann die nächste Fed-Sitzung haben, also in der übernächsten Woche. Und ab morgen ist die sogenannte Blackout Period für die Fed-Mitglieder. Die dürfen sich dann also nicht mehr äußern. Das war also die letzte Äußerung, die wir jetzt bekommen haben durch die Fed. Und die Märkte sagen sich sehr, sehr schick. Die Fed wird weiter erstmal ruhig bleiben. Und hier eben die Frage, die dann Loretta Mester auch bekommen hat bei dem Interview auf CNBC. Ja, wie schaut es denn aus mit der Lohnpreisspirale? Denn wir haben gesehen, die Stundenlöhne sind deutlich nach oben gegangen. Hat sie gesagt, oh, also da ist jetzt, machen wir uns noch nicht so viel Sorgen drüber. Und das ist gekoppelt wahrscheinlich, diese Sorge, eben auch an die Anleiherenditen. Würden die Anleiherenditen deutlich steigen in Erwartung eben einer Inflation, dann wäre das schon das Signal für die Fed, dass sie da vielleicht einschreiten muss. Aber die Anleiherenditen fallen heute. Das ist das Beruhigungssignal vor allem für den Tech-Sektor. Aber wie hier Jim Bianco zeigt, ist natürlich diese Anleiherendite ein Stück weit manipuliert, weil eben die Fed ja selber Anleihen kauft, damit als Nachfrage auftritt. Nachfrage bedeutet tendenziell niedrige Renditen oder niedrigere Renditen, weil eben dieser Nachfrager dann als Käufer in Erscheinung tritt. Je mehr Käufer es gibt, umso weniger
muss der Anbietende bieten sozusagen, also dementsprechend die Rendite niedriger. Also wir sehen, das ist so eine Art Zirkel. Die Fed sagt, ja, wenn die Renditen jetzt deutlich steigen würden, dann müssten wir unsere Geldpolitik ändern. Auf der anderen Seite, durch die aktuelle Geldpolitik steigen die Renditen nicht so wirklich. Completely circular, wie hier Jim Bianco richtigerweise sagt. Und diese Anleiherenditen sind eben zentral für die Märkte. Wir sehen hier in diesem größeren Chart, kann man den Spike nach unten heute noch nicht so sehen, aber wir sind in einer wichtigen Unterstützungslinie, was die Renditen betrifft. Wenn es da durchginge, dann könnten wir da durchaus schon einen deutlichen Fall sehen. Aktuell so um und bei 1,56% die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite. Nun ist es so, dass hier natürlich auch bei diesem Markt viele, viele auf steigende Renditen gewettet hatten. Wir sehen also, wenn man so will, einen Squeeze hier. Da sind eben viele auf der falschen Seite unterwegs und die Börse geht ja gerne den Weg des allergrößten Schmerzes, und der größte Schmerz waren hier fallende Renditen. Und so kommt es heute, obwohl die Zahl, die US-Arbeitsmarktdaten, das eigentlich nicht so wirklich hergeben und vor allem die gestiegenen Stundenlöhne das noch nicht so wirklich hergeben, denn diese Stundenlöhne, die sind tendenziell inflationär. Und hier Nordea hat heute einen Bericht rausgehauen, auf Deutsch gesagt, und sagt, ja, also wir werden wahrscheinlich jetzt im Mai dann Zahlen von über 4% Inflationsanstieg sehen. Nächste Woche Donnerstag kommen ja die US-Verbraucherpreise, die frischen Daten aus Mai. Und da dürfte es ziemlich zur Sache gehen. Normalerweise, wenn wir eine Inflation haben von 4%, so Nordea, dann ist die 10-jährige Anleiherendite durchschnittlich bei 5,4%. Jetzt sind wir, wie wir gesehen haben, unter 1,6%. Also da passt etwas nicht. Und das wird also das Thema sein. Wie kriegt man das wieder zusammen? Und das stellt so ein bisschen dann auch dieses Goldilocks-Szenario, das ich vorhin benannt hatte, eben nicht zu schlecht, nicht zu gut, die Daten, so ein bisschen in Frage, weil die Inflation, die wird das große Thema bleiben, auch wenn wir heute diese Beruhigung an den Märkten haben. Und die Inflation wird schon deswegen hoch bleiben, weil eben hier die Mieten vor allem deutlich steigen. Hier sehen wir das. Auch von Makrobond und der Nordea, hier sind wir deutlich, deutlich nach oben geschossen. Jetzt in letzter Zeit mit Reopening der Wirtschaft, da entsteht wieder Nachfrage, vor allem in Großstädten nach Mietwohnungen. Dementsprechend steigen die Preise und Mieten sind 42% in der Kernrate, also bei der Berechnung der Kernrate Inflation. Dementsprechend dürften wir uns da auf durchaus eine Überraschung gefasst machen, und überraschend vielleicht auch der Effekt des Dollars, denn ein schwacher Dollar hat in den USA inflationäre Effekte. Man muss mehr Dollars bezahlen, um Güter aus dem Ausland zu kaufen. Und wie der eine oder andere von Ihnen vielleicht weiß, die Amerikaner, die stellen ja eher weniger her, sondern importieren sehr, sehr viel. Dementsprechend könnte das ein Punkt sein, dass wir also eine erhöhte Inflation haben, wie wir sie in den Jahren 2004 bis 2007 gesehen haben. Weg des größten Schmerzes und Anleiherenditen, dann kommt man auf die Tech-Werte zu sprechen, auf den Nasdaq. Wir hatten jetzt die größten Abflüsse aus Tech-ETFs seit Dezember 2018 und aus Tech-Funds, also auch aus Produkten, die eben amerikanische Tech-Werte enthalten. Und der Weg des größten Schmerzes ist, dass es jetzt gerade nach oben geht eben für die Tech-Werte. Wie gesagt, der Nasdaq läuft heute deutlich besser als etwa der Dow Jones oder der S&P oder der Russell 2000. Also ein Prinzip, das immer wieder vorkommt. Und jetzt noch abschließend zu den Meme-Aktien GameStop und vor allem AMC. AMC ist ja derzeit das große Thema. Wolf Richter hat gestern einen Essay geschrieben, wo er sagt, also das ist so der Gipfel der Idiotie, der letztendlich da passiert. AMC hat ja neue Aktien herausgegeben, Aktien verkauft, praktisch eine Kapitalerhöhung, und hat dann eben davor gewarnt, letztendlich die zu kaufen, weil man substanzielle Teile seines Kapitals verlieren könnte. Ein indirektes Eingeständnis, dass natürlich die Aktien derzeit überbewertet sind. Und Wolf Richter sagt, I can't blame AMC, I blame the Fed. Ich gebe der Fed also die Schuld. Und ja, es ist dieses Umfeld, das die Fed geschaffen hat mit ihrer Geldpolitik, das solche Phänomene erst möglich macht. Und dementsprechend ist das die Ursache. Wir sehen heute auch wieder, AMC wäre jetzt den sechsten Handelstag in Folge die umsatzstärkste Aktie, stand jetzt vor einer Stunde etwa. Und das heißt, an der Wall Street, das heißt,
Das hat es so noch nie gegeben, dass ein solcher Nebenwert, wenn man so will, eine solche Rolle spielt. GameStop war einmal im Januar an einem einzigen Handelstag mal die meistgehandelte Aktie, aber dann nie wieder. Jetzt möglicherweise AMC 6 Tage hintereinander. Und das obwohl AMC Ape Army Member, also es gibt ja die AMC Enthusiasten bezeichnen sich als AMC Ape Army, also als Affenarmee. Gut, ich will das jetzt nicht hinterfragen, diese Selbstbezeichnung, ne? Da ist vielleicht was dran. Jedenfalls sehen wir, dass selbst einer der führenden Vertreter dieser AMC Ape Army gesagt hat, ja, also der Kurs von AMC ist fundamental etwa vielleicht nur die Hälfte rechtfertigbar, also einen Kursstand von um uns bei vielleicht $25 wäre zu rechtfertigen, aber selbst damit liegt er noch weit, weit, weit über allen anderen Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei $5, manche haben $1, manche haben $6. Keiner würde hier $25 ansetzen, also das ist schon sehr, sehr ambitioniert, aber wegen den Shortsellern könnte es weiter nach oben gehen. Die Grundfrage ist, müssen diese Shortseller Mark-to-Market bilanzieren, also müssen die praktisch täglich dann bilanziell abgleichen, wie schaut es denn aus, liege ich mit der AMC-Short-Position unter Wasser, dann muss ich da eine Wertberichtigung machen, wenn ich das nicht machen muss, dann kann ich das relativ gut aussitzen und viele müssen es nicht machen, das ist das, was vielleicht manche bei dieser AMC Short Story vielleicht missverstanden haben, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, aber sei es drum, jedenfalls ist diese Aktie natürlich überbewertet, da gibt es keine zwei Meinungen, außer man zählt zur Figur oder zählt zu einer Glaubensgemeinschaft und da haben wir ja einige Tesla, Bitcoin, jetzt gibt es noch eine AMC Glaubensgemeinschaft, also es werden immer mehr Glaubensgemeinschaften, wir sehen, dass das religiöse Umfeld sich durchaus ausdifferenziert und jetzt hier abschließend David Rosenberg, der gesagt hat, Bitcoin Stocks Derivatives, also Bitcoin Aktien und Derivate, der neue Risikoappetit der Deutschen, das wird der neue Spiegeltitel oder ist der neue Spiegeltitel im Rausch der Börse. Und jetzt sagt David Rosenberg, also wir wissen, dass oder das ist praktisch das klarste Indiz dafür, dass wir in einer riesigen Blase sind, wenn selbst die ultrakonservativen Deutschen, die es ja sonst mit dem Risiko nicht so haben, gell, wenn die jetzt bei der Party mitmachen wollen, das war schon am neuen Markt so, die Deutschen seien da in dieser Richtung immer ein bisschen spät dran. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche ein wunderschönes, warmes, sonniges, erfrischendes Wochenende und hoffe, dass wir uns in alter Frische dann am Montag sehen. Jetzt sage ich Servus und Ciao.